Moin Leute, bei Philipp grillt nach. Heute gibt's ja von Klaus Grill die Rippchen aus dem Dutch Oven. Rippchen ohne Rippen drin. Aber vorher, weil ihr wisst ja, das ist ein Daily Vlog. Oh, jetzt geht hier gleich das Licht aus. Bin ich... Ich mach mal die Tür auf. Und Tür zu. Bin ich auf dem Weg zur Arbeit. Ich referiere heute in Kiel. Beziehungsweise an der Gethoff-Schule bei Kiel. Es ist jetzt 7 Uhr, ich habe ungefähr 2 Stunden Fahrzeit vor mir. Dann habe ich 3-4 Stunden vor Ort, 2 Stunden zurück. Dann würde Dutch Oven sofort angeschmissen. Dann muss ich Mercedes abholen, weil ich fahre heute mit Marisas TT. Wozu ich gar keinen Bock drauf habe, weil ich da drin aussehe wie eine eingepresste Rippe im Dutch Oven. Ist überhaupt nicht mein Auto, zu tiefer Einstieg. Wenn ich aussteige, lachen die Leute. Geht gar nicht. Geht überhaupt nicht. Und wisst ihr, was mir jetzt aufgefallen ist? Ich habe mein Geld vergessen. In meinem Mercedes habe ich sonst immer wenigstens so 20 Euro Kleingeld drin. Aber wenn ich jetzt losfahre und ich muss tanken nachher oder sonst irgendwas, Parkgebühren, habe ich kein Geld mit. So, dann lasse ich die Hunde mal schnell bellen. So, und ja genau, ich bin jetzt auf jeden Fall auf dem Weg nach Kiel. Und dann freue ich mich nachher. Mein Mercedes müssen wir abholen. Ich bin's. Kannst du immer so Schubladen mal meinem Money geben? So. Nicht, wenn ich losfahre, das hatte ich ja schon mal durch. Und dann hatte ich Gott sei Dank mein Handy mit und konnte mit Apple Pay, konnte ich bei der Tankstelle bezahlen. Musste ich mir eine Tankstelle suchen, wo ich mit Apple Pay bezahlen kann. Habe ich in meiner Tasche mit, glaube ich. Doch, habe ich. Gut, tschüss. So, Marisa kann ich morgens noch nicht zeigen, dann rastet sie mal aus. Also, für mich geht's jetzt los. Ich schmeiße mich jetzt auf die Autobahn. Ich muss sagen, die Verbindung nach Kiel ist die beschissenste Verbindung, die wir in Schleswig-Holstein haben. Gut. Ciao, Kakao, Leute, bis gleich. Ich hänge Radio aus. Mistkarre. Nein, schönes Auto, Marisa. Schönes Auto. Alter, ich kann nicht mehr. Ich sitze hier wie in einer Sardinenbüchse. Das ist ein Horror. Alles wibbelt, alles wabbelt, wenn ich mit dem Ding fahre. Rauf, runter. Das ist einfach... Ich habe so das Gefühl, wenn ich damit einen Unfall baue, mir schiebt sich der Motor gleich direkt durch die Knie in den Bauch zum Rückenmark durch und kann gleich Ciao, Kakao sagen. Horror. Gut, ich bin jetzt hier in Gethoff, Gymnasium heute, 8. Klasse, freue ich mich drauf, ich bin gespannt, jetzt bräuchte ich aber eigentlich erstmal einen Kaffee, ich habe vergessen mir irgendwie Kaffee mitzunehmen oder so. Jetzt haben wir auch gesagt, wir treffen uns auf dem Parkplatz, aber hier sind mehrere Parkplätze und deswegen weiß ich jetzt nicht, ob ich hier richtig stehe, aber ob ich richtig stehe, erfahre ich, wenn das Licht angeht. Und ja, das sind so Dinge wie arbeiten, bevor ich dann am Grill stehe. Philipp grillt nach. Wie gefällt dir das Philipp grillt nach Video bis jetzt? Gut, schön, toll. Ich hoffe, dass Marisa alles vorbereitet und alles schnibbelt. Ich denke mir mal so, dass ich 14 Uhr zu Hause bin oder so. 14, 15 Uhr. Dann den Dutch Oven anschmeißen. Ja, dann einen Computer. Oh Mann, gar keinen Bock auf den Tag. Gar keinen Bock. Alles ein richtiger Mittelfinger Mittwoch, Alter. Ach ja, was soll's. Was soll's. Really. Und nächste Woche geht's nach Oberhausen. Montag zweimal Anti-Gewalt-Training und Kompetenztraining. Und Dienstag, Mittwoch liegt Oberhausen an. Da bin ich sehr gespannt. Ich war noch nie in Oberhausen. Würde mir mit Sicherheit ganz gut gefallen. Und werde dann mal auschecken, wo wir, Marisa kommt mit, wo wir uns da verköstigen. Und dann da. Und dann geht's Mittwochabend geht's dann wieder zurück. Und Donnerstag bin ich, nächste Woche Donnerstag bin ich bei einer Pressekonferenz eingeladen bei Laut gegen Nazis in Hamburg auf St. Pauli. Also genug zu tun, Leute, wo ich euch auch mitnehme und euch berichte ich jetzt erst wieder nach dem Schulunterricht. Leute, ciao, Kakao, ciao, tschüss, tschüss, bye, bye, von der Küste, ahoi. Moin, Leute, Vortrag erledigt, ist jetzt 13 Uhr, geht jetzt zurück nach Lübeck, 14:30 zu Hause. Super klasse gewesen, hat richtig Spaß gemacht, tolle Lehrkraft, mega geil. Und was mir aufgefallen ist, wenn ich in der Woche nicht rauche, ich brauche viel weniger Bonbons, ich kann meine Stimme viel besser benutzen, habe keine Schmerzen in der Stimme. Scheiß Rauchen, rauchen hier bis Freitag. Traurig, ich will unbedingt aufhören. Aber ich bin ganz euphorisch, hat richtig Spaß gemacht, toll, wenn die Klasse so mitmacht. 8. Klasse, Gymnasium, hier Gethoff bei Kiel. Und ja, ich schmeiß mich jetzt hin. Ich habe jetzt hier ein Käsebrötchen von Marisa gepackt bekommen.
und Birne. Jetzt sagt ihr, hä, eine Birne bist du doch selber. Nein, ich meine eine Birne zum Essen. Und dann habe ich noch ein Käsebrötchen, aber Marisa hat Brötchen gekauft. Hat Brötchen gekauft, keine Weizenbrötchen, sondern wieder irgend so ein Dinkel-Graubrot-Kram. Das Brötchen wird wieder immer mehr im Mund, also meine Fahrt zurück wird nicht so toll. Birne geht, aber ich bin froh, dass ich überhaupt was mitbekomme von meiner Marisa. Ich melde mich nachher in Stockelsdorf, Leute. Ja, ich bin wieder in Lübeck und hole gerade meinen alten Mercedes ab, meinen ML. Marisa macht gerade Fotos. Und der wurde außen gepflegt, Felgen. Innen drin sieht er wieder gut aus, ne? Oder? Was sagst du? Der sieht gut aus. Den anderen kann ich jetzt nicht mehr absagen. Schönes Auto, Leute. Schönes Angebot. An den Höchstbietenden. Oh ne, sieht wieder gut aus. Oh Gott. Okay, hier, das Netz muss ich aber reparieren. So. So, das repariert. Das hätten sie aber mit reparieren können. Das sieht aber wieder gut aus von drin. Ja. Stark, gut gemacht. Hier, Autoaufbereitung Picobello in Lübeck. Beim ehemaligen Plaza Center, jetzt Rewe Center. Und der kriegt jetzt noch zwei kleine Schönheitsreparaturen. Ne? Ja, wo denn? Guck mal, hier vorne bin ich gegen geditscht, gegen Schneehaufen. Ach so. Guck mal. Ja, okay. Ne? Gut, lass uns in Düsen rüber, ne? Ich muss das selbst ins Navi eingeben. Also fahre ich selber hin? Ja. Gut, dann bis gleich, mein Spatz. Bis gleich, Leute. Hier bin ich jetzt bei Bircolor, weil Marisas Cousin arbeitet da. Und, oh Mann, alle Schlüssel hier, alles durcheinander, alles Unterlagen, Handy und so weiter. Und da gucken wir jetzt gleich mal, was hier gelackt wird. Zeige ich euch gleich. Moin Leute, jetzt habe ich den ganzen Tag voll gelabert unterwegs mit Auto, Schule und so weiter. Und wir haben auch gar nichts zu essen. Und zwar, ab heute bin ich ja auch ein Beef Bandit. Beef Bandits, folgt den Beef Bandits mal bei Instagram und schaut mal auf die Seite. Und zwar hat Klaus mich in sein Team aufgenommen. Das macht Klaus mit Ehrliches Essen zusammen. Könnt ihr gerne unterstützen mit Philipp 10, gibt's geiles Fleisch. Wir haben diese Rippchen geholt und wir machen heute nach von Klaus Barbecue Pulled Ribs Grillen im Dutch Oven. Das wird geil, glaube ich. Ich soll jetzt hier aus den Rippchen, soll ich jetzt die Knochen raustrennen. Guck doch erst das Video an, bitte. Hä? Aber man braucht dicke Rippchen, das wird nicht klappen. Klaus hat dicke Rippchen. Ja. Scheiße, ich versau's. Guck mal, wie leicht das bei ihm ist. Schnitt, Schnitt. Er hat dickere Rippchen. Ich hab's für... Das geht ja hier gar nicht. Das geht ja hier gar nicht. Ey, wir versuchen es erstmal. Nicht erstmal meckern, Philipp, ne? Genau. Sondern erstmal... Erstmal probieren. Aber woran erkenne ich denn, was dicke Rippchen sind und was... Die dicken Rippchen sind dicker. Achso, ja klar. Okay, aber ich fand die jetzt hier auch schon... Das sind Baby-Back-Ribs. Kotelett-Ribs stand da drauf. Kotelett-Ribs? Ja. Ja, das andere ist wahrscheinlich die amerikanische Bezeichnung. Okay. Was wir jetzt nämlich das Problem haben werden, ist, dass das Fleisch... dass wir nicht genug Fleisch haben, wenn ich den Knochen da jetzt rauspul... Den kriege ich gar nicht rausgepult. Den kriege ich nicht rausgepult. Da habe ich mich mit dem Video nicht genug vorher beschäftigt. Marisa hat das rausgesucht. Und ich hatte leider, ja, das ist das Problem. Aber ich habe jetzt gedacht, Rippchen sind Rippchen. Nee. Da gibt es Unterschiede. Es gibt auch die langen, ich glaube, wie heißt nicht, Sirloin-Ribs oder so. Also ganz lange Rippchen noch. Dann gibt es dicke Rippe. Die kriegst du auch so beim Schlachter gekauft. Das sind, glaube ich, Baby-Back-Ribs. Und Klaus hat hier auch, guck mal, Klaus hat hier dicke Rippchen, siehst du das? Ja. Guck mal, der dick Fleisch drunter. Also kannst entweder so. Und das, weißt du, was ich probieren würde? Na, wir improvisieren. Wir improvisieren. Mehr als scheitern kann man nicht. Und dann würde ich sagen, wir probieren das trotzdem im Dutch Oven mit den Knochen und pulen das nachher später. Hab ich auch gedacht, das fällt doch ab von den Knochen, oder nicht? Ja, ich mache jetzt erstmal hier die Silberhaut ab. Guck mal, das ist schon geile Fleischqualität, sage ich immer, wenn die Silberhaut so leicht abgeht. Ich hasse das, wenn ich Rippchen kaufe. Ich habe echt mal in der Metro Rippchen gekauft. Ist kein Hit gegen die Metro, aber gar keine scheiß Qualität. Wir haben auch schon viel Gutes in der Metro mal gekauft. Aber ey, da habe ich für Rippchen, wo ich da versucht habe, die Silberhaut abzuziehen,
Das muss so eine Rotzqualität gewesen sein. Keine Ahnung. Aber hier, da sieht man mit dem Löffel einfach dazwischen. Silberhaut ab. Es gibt auch einige, die sagen, Silberhaut lassen sie dran mittlerweile. Keine Ahnung. Ich bin immer noch ein Freund davon, die abzumachen. Und wir improvisieren heute grillen. Wir improvisieren, dann nagen wir die halt ab. Ja, natürlich. Oder? Ja, ja. Scheiß drauf. Und aber so ist es ja auch normal. Also ich meine, jetzt mal ganz im Ernst. Wie soll, also wir sind ja alle nicht Profis. Genau, darum geht's ja. Genau. Ich bin ein Griller, so wie ihr. Ich weiß, ein paar gute Griller folgen mir auch. Ehre geht raus an DD Grill, Klaus Grill, 030 Barbecue, Rolf, Westmünsterland Barbecue, dessen Gerichte ich auch hart abfeier und so weiter. Ja, die machen das so teilweise schon als Job oder zumindest semi-professionell. Ne? Und ich bin halt ein Griller, der das auch macht, weil er Hunger hat. Nicht, weil ich nur YouTube-Klicks brauche, sondern ich habe einfach auch Hunger. Ne? Und du hast auch Spaß dran. Und ich habe Spaß dran, ja. Und deswegen würde ich jetzt sagen, improvisieren wir, nehmen die Rippchen so und knallen das so in den Dutch Oven. Jetzt sagte, ich würde sie aber halbieren. Ja. Oder vielleicht sogar noch kleiner. Du musst ja, guck dir mal den Dutch Oven an. Also das war ja ausschlaggebend. Ja. Ich improvisiere und ich drittel die Rippchen. Ich drittel die. Damit fällt aber das aus, was wir vorhatten, dass wir das irgendwie auf ein Brötchen packen. Sondern die werden dann zum Nagen wahrscheinlich. Das ist ja nicht schlimm. Oder es fällt ab. Oder es wird gar nichts. Das kann auch passieren. Und ich finde Notplan, Pizza, Döner, geht auch immer. Tiefkühltruhe ist ja auch voll. Also. Tiefkühltruhe ist auch voll. Genau. Und ich würde es geil finden, wenn ihr unsere Arbeit mal auch damit unterstützt, mit den Beef Bandits. Finde ich geil, dass Klaus uns im Team aufgenommen hat. Wir sind ein Mini-Grill-Kanal mit allem drum und dran, Daily Vlog und so weiter. Dankeschön, dass ihr das macht, dass wir die Möglichkeit haben, da im Team dabei zu sein. Jetzt muss der Rub eigentlich rauf. Ja. Dafür brauche ich eine Schale zum Einrubben. Da. Die wo? Untere, links. Da links unten. Die? Ja. Okay, so. Und da haben wir auch immer nicht alle Rubs da, die alle Profi-Griller auch immer haben, sondern wir nehmen jetzt hier ein Misch von Klaus aus seinem Weihnachtskalender. Spare Rib Rub und Sweet Sugar Rub. Klaus hat ja irgendwas anderes genommen. Ich glaube Millionaires. Was? Millionaires? So, laber laber Klaus, tut mir leid. Ich freue mich, wenn ich dich wieder besinne. So schön sehen die Bursche. Ja. Was kommt da noch rein? Ich glaube, der Millionärs-Rap. Na gut, gönnen wir Klaus erstmal Werbung. Oh, da kommt ein Millionärs-Rap auch noch. Ja, komm. Bei den Raps kann man auch nicht so viel falsch machen. Und zwei Esslöffel. Was? Auf seine Menge, die er hat. Zwei Esslöffel? Ja. Quatsch. Klar. Das sagt er immer. Guck mal hier, was er raufhaut. Komm mal her hier. Guck mal, was er hier raufhaut. Warte, das ist einer. So, warte mal, jetzt. Gucken wir gleich, was da drauf haut. Guck mal. Achso, das ist Pflaume. Pflaume zwei Esslöffel. Ja, nee, Pflaume mehr. Gut, scheiß drauf. Mach einfach. Handgelenk. Hier. Tüte leer. So, erstmal so. Handschuhe sind sonst unter dir? Hä? Das ist wie ein Bauarbeiter, der Handschuhe trägt. Hat mein Vater früher gesagt, der kann gar nicht richtig arbeiten, damit kann man gar nicht alles richtig arbeiten. Aber mein Vater war auch nicht sehr weise, man einlegt. So. 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 Er hat sich erledigt. Das hat sich erledigt. Raus. Raus. Dann kriegst du das nächste Mal erstmal. Alles an die Schwester. Ich würde sagen, der Rub reicht fast so, ne? So, optisch, guck mal, Leute. Ich finde, das sieht. Ne? Oder? War das jetzt eine ganze Tüte? Ja, ich mach noch ein bisschen Sweet Sugar. Und den Sweet Sugar, den habe ich, weißt du, der ist auch schön für Steak, glaube ich, oben drauf, wenn wir in Beefer das Steak packen. Keine Ahnung, steck aber mal einen Finger rein und probier oder die Zunge. Klaus, hat er. Biete auch mal an, ein anderes Gefäß für deine Gewürze. Soll ich dir helfen? Nee, ich raste aus. Ich raste alleine aus. Nee, ich glaube, das ist mehr so für Steak obendrauf im Beefer. Um da eine geile Kruste drauf zu kriegen. Ebenso geeignet für Sparrows oder Beer Butter Chicken. Naja, so dieser Zack. Läuft bei dir. So. Viel hilft viel. So. So hat Klaus das auch gemacht.
nur halt einzelne Stränge. Müssen wir gucken, wie wir das irgendwie machen. Aber man schichtet das dann. Das habe ich auch, da habe ich auch ein Video. Man schichtet das dann, diese einzelnen Dinge. Du machst Zwiebeln, ja. Dann die Rippchen rauf, Zwiebeln, wieder Rippchen rauf, Zwiebeln, Rippchen rauf. Von oben ganz viel Barbecue-Soße drüber. Aber unten kommt Öl rein. Genau. Öl mit Zwiebeln. So, umdrehen, rub. Achso. Ah, da macht er fast ein ganzes Glas rauf. Ja, ja. Aber er hat auch 5 Kilo gemacht. Eben. Sind sie zu schlaff? Pflaumenmus 1, Philipp 0. So, guck mal, das hau ich hier so rauf. Ja. Das würde ich sagen, reicht. Mach erstmal und dann. Achso, jetzt habe ich noch mehr drauf gemacht. Na egal. Dann mach alles drauf. So, das manche jetzt so durch. Und sind Handschuhe? Jetzt nehme ich doch Handschuhe, ein bisschen spät. Die Tücher sind rechts, aber hast du schon gesehen. Bisschen spät, aber schied egal. So. Kriegst du zarte Hände. In den Handschuhen jetzt eingemariniert. Oh, der, das ist so, das ist für mich so vorführweckend. Ich glaube, das ist auch meine angezogen, kann das sein? L. Achso, nee. Ja, das klebt alles. Das sind alles L. Ach so. Guck mal, wie das aussieht. Meine Hände kleben schon. Warum ich jetzt auch mit klebrigen Händen nicht... Ja, das war... Ja. Plug. Ja, zum... Ja, das ist zum Ausrasten, Alter. Das ist richtig. Okay, zum... als Arzt wirst du nicht. Das ist richtig zum Ausrasten. Nee, Operation muss verschoben werden um einen Tag. Scheiße, guck dir das mal an, jetzt mit dem Laber hinten. Oh nee. So. So rubben wir die jetzt ein. So, überall hier Pflaumenmus ran. Sieht aber gar nicht schlecht aus. Es riecht auf jeden Fall schon gut zusammen. Mhm. So, mit dem Pflaumenmus, mit dem Zucker. Das werde ich Klaus mal fragen, wo er das Rezept geklaut hat, bei welchem amerikanischen YouTube-Channel. Darf man das so sagen? Hast du mich gerade mal das... Ja, man kann ja Rippchen nicht neu... Ich glaube, alle klauen irgendwo ein bisschen was und verbessern das und machen ihr Ding. Du kannst es ja nicht neu erfinden alles. Nee, nicht neu erfinden, aber jeder hat ja echt sein eigener... Genau, jeder hat so seinen Style. Und genau. Ich feiere den Style von Klaus ab. So, ist genug Schlammerei jetzt, aber er soll trotzdem sagen, wo er das mal klaut. Ey, so habe ich gar keinen Bock zu arbeiten, das geht gar nicht. Ey. Was machst du denn da? Ja, ich krieg die scheiß Handschuhe jetzt nicht ab. Boah. Soll ich dir helfen? Ja, komm her. Nein. Komm mal her. Ich kann alleine scheiße sein. Komm her. Nein, ich brauche keine Hilfe. So. Jetzt kommt. Und dazu haben wir jetzt auch ein bisschen Öl. Wir haben Öl. Eine schöne Sperrschicht, also auch nicht. Öl, Zwiebeln, Sperrschicht. Gut. Öl. Zwiebeln als Sperrschicht. So, ich muss hier auf jeden Fall erstmal meinen Grillrost rausnehmen aus meinem Weber. So. Und dann baue ich das hier zusammen drauf auf. So, dann sagt Klaus Öl rein. In Olivenöl. Gut. Ja, so. So, guck mal hier so. Super. Voran hier? Ja. So, also Ölschicht unten rein. Gut. Und dann kommt eine Sicherheitslage Zwiebeln unten runter. Mhm. Das macht man auf dem kalten Grill. Ja, ja. Achso. Er hat es auch draußen gebaut. Nur so jetzt so als Schutzschicht. Okay. Und dann glaube ich, kommt schon. Nicht sparsam sein. Dann legen wir immer außen schon mal hier so ein Fleisch. Ja. Da muss noch irgendwie die Zwiebel hinter. Voll Zwiebel lebt, das wird daher. Klaus atmet schwer. Wie läuft sein Sport? So. Ungefähr so wie deiner? Ich gehe da Sport mal im Keller. Ja, du bist auch wieder fleißig, das stimmt. Aber ich dachte, Klaus und ich wollten zusammen Sport durchstarten. Aber der kommt ja in 2 Wochen. Bis dahin muss ich ein bisschen. Vielleicht könnt ihr beiden ja mal so eine Sport-Challenge machen. Nee, dann gewinnt er nachher noch. Na, genau. Was? So,
So, er sagte auch eine Zwiebel hinter das Fleisch. Wahrscheinlich soll das am Dutch Oven nicht festkleben. Guck mal, so mache ich das dann dahinter. Mhm. Hier kommt dann immer so eine Zwiebel dahinter. Mhm. Hier hinter das Fleisch einfach. So, ich bin gespannt, ob unsere Version trotzdem geht. Ist so eine Art Schutzschicht, dass das Fleisch wahrscheinlich nicht voll backt. So, dann wieder Zwiebeln in die Mitte. Oder so oben drüber. Also das Fleisch schmeckt so jetzt schon. Roh. Ja, wirklich. Ja? Ja. Die Marinade also, meinst du? Die Marinade schmeckt. Ja. Kann man... Kann ich jetzt wohl die Zwiebeln greifen? Ja, ne? Klar. Würde jeder zu Hause auch so machen. Natürlich. Na gut, nee, ich mach hier, komm. Ach Quatsch. Das ist fast desinfiziert. Also, das essen doch nur wir. Ja, und Freunde, die hier kommen, die sagen, die essen nie wieder was bei mir. Na gut, wir brauchen sowieso keine Freunde, ne? Das stimmt nicht. Doch, wir brauchen Freunde. Ja. Wir haben auch ein paar ganz tolle. Da hast du recht. Ein paar gehen so. Aber wir sagen nicht welche. Wir sagen nicht welche, welche sind, ne? Wenn du zu meinem und Marisas Geburtstag eingeladen bist, bist du ein guter Freund. Ne? Genau. So, so ist alles mitgenommen. Und da kommen jetzt die letzten Zwiebeln, glaube ich, rauf, würde ich sagen. Ja, würde ich auch darauf. Mein Handy klingt nachher wieder wie Sau. Zwiebeln auftauft. Sind so viele Zwiebeln? Eher schon ein Brutzeln. Und da kommt Millionaire's Rub noch rüber. Nee, das ist Barbecue. Nee, guck mal, er macht auch noch einen Rub drüber. Dann kommt eh eine kleine, wie gesagt, so. Zwei Esse höchstens. Von? Dutch Oven Zauber haben wir nicht. Hä? Nee, haben wir nicht. Nee, haben wir nicht. Was zaubern wir rüber? Sweet Dings nochmal. Du zauberst da ja irgendwas drüber. Ich hoffe, Klaus hat auch einen Zettel, wenn er zu Besuch kommt, dass ich neue Soßen, neue Rubs kriege. Ja. Willst du mal Marisa ein Geschenk mitbringen? Nein, nein, bring mir Rubs mit. Marisa braucht nichts. So, mal gucken, ob das klappt. Alle Zwiebeln drin, alles verbraten. Und jetzt kommt eine Barbecue-Soße drüber, oder was? Der Braun Serious Sena. Gut getestet. Der ist für eine glatte Rasur. Airpods, selbst für niedrige Temperaturen. Porte kälter bei Fettflecken. Porte kälter bei hartnäckigen Flecken. Ariel, die meist empfohlene Waschmittelmarke für Kinderwaschmaschinenhersteller in Deutschland. Außer Reichweite von Kindern aufbewahren. Als wichtig ist mit dem Dutch-Ofen natürlich ein Deckel oben drauf. Das war es, darauf habe ich gewartet, dankeschön. So, jetzt kommt noch eine Barbecue-Soße drüber. Ich habe oben nicht mehr so viel Zwiebeln gehabt, aber komm. So. Machen wir jetzt hier, ne? Ja, mal ordentlich rüber da. Genau. Ja? Ja. Die Soßen müssen wir alle werden, wir haben so viele. Ich bin gespannt, ob es mit Knochen trotzdem geht. Es wird halt kein Pulled Rib, ne? Das ist ja nicht schlimm. Nö, ist egal. Aber wenn die Rippchen mal so gehen würden, wäre ja auch cool. Ja, ist ein Fummelrip. Was ist denn das hier? So, das muss jetzt mal runterlaufen alles. So, jetzt habe ich gesagt, kommt da noch ein bisschen Sweet Rub rüber. So, komm. So, Dutch Oven Gewürz haben wir nicht. So, hier Pingel Pingel. So, abgewandelt. Meine Version ist sowieso die geilere. So. Wir haben rechts einen Brenner, volle Bulle an, links volle Bulle an, dann schließen wir den Deckel für genau 3 Stunden, dann sollte die Sache fertig sein. Zwischendurch. Wir brauchen, glaube ich, nur 2,5 Stunden. Bei mir fließt auch schon Gas. Hallöchen, was hast du denn vorgehabt? Ich habe schon ein bisschen Gas fließen lassen. Wolltest du zum Friseur, oder? Ja. Nicht zum Friseur. So, ich schließe hier schon mal auf. Ja. Alles klebt jetzt nach Barbecue-Zwiebel und... So. Ich habe den heute Morgen auch schon freigebrannt, ist dir gar nicht aufgefallen. Doch, hast du super gemacht. Okay. Jetzt kommt der Deckel rauf und ich sag mal bei uns, wir brauchen nur 2,5 Stunden, weil wir kleinere Portionen haben, dünnere Rippchen. Ich bin aber so einfach, dass ich sage, nach 1,5 Stunden gehe ich gucken. Es ist jetzt 15.50 Uhr, 16.50 Uhr, 17.20 Uhr gehe ich gucken. Okay. 17.20 Uhr gehe ich gucken und dann zeige ich euch Leute, wie das aussieht, ob es klappt. Und jetzt probiere ich hier den Rub. Das schmeckt einfach so schon geil zusammen. Kann ich euch sagen? Na, geht so. Bis gleich. Bis gleich. Ahoi, Bagaluten, aber ich will euch nicht anlügen wie vielleicht andere Griller. Wer weiß das schon? Ich habe zwischendurch immer mal geguckt. Ja. Die waren jetzt genau 2,5 Stunden drin. Es riecht sehr, sehr gut. Mega gut, ja. Und ich zeige euch das jetzt mal. Ich nehme meinen Deckel ab.
Ich muss immer aufpassen, dass der Dampf die Linse nicht so. Ach so, alles gut. Guck mal, so sieht das aus. Auch nicht schlecht mit den Knochen drin. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das jetzt so ohne Probleme rauswanken könnte. Aber Marisa und ich haben uns jetzt überlegt, erstmal Grill aus. Marisa und ich haben uns jetzt überlegt, dass wir das vielleicht jetzt doch versuchen. Also das, guck mal hier, wie das abfällt. Also das muss man sagen, wie das hier auseinanderfällt. Hier, einfach so Knochen, da ist er raus. Ich würde jetzt trotzdem versuchen, das irgendwie mit einer Kralle jetzt doch das Fleisch, die Knochen hier sozusagen rauszupulen, die einzelnen Knochen. Gut, ich muss jetzt erstmal einen probieren. Der ist bestimmt heiß. Das wäre eine Überraschung, ne? Das ist eine ganz große Überraschung. Ach, geht. Das ist halt eine geile Sache, ne? Also, muss man einfach sagen. Ist, glaube ich, so eine richtige Männerpfanne, oder? Muss man einfach sagen, hier, wenn man den Knochen so nimmt, heiß. Es ist wirklich so, ich werde versuchen, das gleich abzupulen, das werde ich hier nochmal probieren. Ich könnte das jetzt so essen. Ich wollte dazu nur ein Stück Brot, könnte das reindippen mit den Zwiebeln und dann Fleisch abbeißen, reicht mir. Brauche ich nichts für. Du willst aber ein Sandwich oder sowas. Ja. Das ist jetzt ein bisschen Arbeit, das jetzt runter zu pulen für den Knochen. Das werde ich aber versuchen für meine Marisa. So viel Arbeit mache ich mir dann. Danke. Ich dachte, jetzt muss ich sagen, nein. Ach so. Brauchst du nicht. Nee, mach ich gerne. Oh, danke, mein Philipp. Obwohl, ich finde die Idee gar nicht schlecht, dass wir mit dem Brot da rein dippen. Pfanne auf den Tisch und wir dippen einfach nur mit dem Brot da rein. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Aber du wolltest Käse. Macht doch nichts, dann kriege ich ihm keinen Käse. Das ist nicht schlimm. Hm? Können wir einfach tippen. Das wolltest rein. Du versuchen? Ja. Einfach Tisch? Ja. Das Ding jetzt mitnehmen, rein, Zwiebeln und einfach... Ist sehr rustikal. Ja. Aber wird geil, glaube ich. Gut. Dann seht ihr das gleich so, Leute. Leute, ich hätte euch beinahe vergessen. Einfach den Topf, Rippchen auf den Tisch, Baguette dazu. Marisa hat noch Schmierkäse. Schönes Baguette genommen. Innenleben rausgenommen. Kann man sich ein schönes Sandwich machen. Aber mir reicht das so, das fällt so vom Knochen ab. Einfach mit dem Brot, Soße rein. Lecker. Brauche nicht mehr. Für mich nichts Grünes dabei. Alles super. Schmeckt. Cola dazu. Läuft, Leute. Das könnt ihr nachmachen. Gönnt euch das. Marisa, danke fürs Vorbereiten. Danke für die Hilfe. Danke, Leute. Denkt dran, Beef Bandits auszuschenken mit Philipp 10. Könnt ihr sparen und unterstützt unsere Arbeit. Dankeschön, dass ihr immer mit dabei seid. Bis morgen, Leute.